Ja, wo bleibt jetzt mein Panzer? Wo ist mein Panzer? Da ist er. Moment, das ist nicht einer, das sind zwei. Das sind genau die richtige Menge für mich. Wart ihr mal da hoch. Nicht stehen bleiben, weiterfahren. Hier. Jetzt nicht stehen bleiben, jetzt fahrt ihr da mal hoch oder was? Fahr doch mal da drüber. Stellt euch doch nicht so an, Leute. Kann ich da nicht einfach reinfahren? Nein, weil das Tor zu ist. Na tu. Sag mal, ihr seid verfickte Panzer. Das ist so ein billiges Tor, kleines Torchen da, was auch immer. Wollt ihr mich jetzt eigentlich trollen? Glaubst es? Wo weg damit jetzt? Oz, I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. T-80 ready to move. Gib mir gleich das Geld auf. T-80 moving in. Ach, da ist auch ein Tor. Natürlich könnt ihr da auch nicht lang. Sag mal. Da ist ein Tor. Das ist ziemlich massive Schmiedearbeit. Da können wir als Panzer jetzt aber nicht durchfahren. Das geht nicht. Das musst du einsehen. Jetzt schießt's kaputt, bevor ihr weg seid. Ja, jetzt schießt! Ja, dann schießt halt nicht mehr. Das Spiel trollt mich doch, oder? Es trollt mich doch einfach nur. Ja, ich geh grill zurück. Warum auch immer. Das kostet 10.000 Tausend. Ach, halt die sind ja alle richtig teuer. Ich habe eine Fahrzeugfabrik und eine Kaserne ausgeschaltet. Und die Fahrzeuge, die mich vorhin gekillt haben, als ich da lang wollte. Und meine Sniper leben noch. Oz, I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. On my way. So ein bisschen das Gefühl, dass Edo wurde auch nur mäßig getestet. I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Enemy is under down, you know, sniper. Attack order received. Vielleicht doch. On my way. Looking to take this guy out. Oz, I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Copy that. Nein. Attack order received. Schieß es nicht weg. Einen können wir verlieren. So, sind jetzt wenigstens alle Türen offen. Ja. Ach! Natürlich ist da noch ein Geschütz. Junge. Stopp. Ach. I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Doch dieses Railgun-Geschütz weg und alles ist gut. Okay. Scheiß auf Sekundärziele, weißt du was? Weil die Aussage wahrscheinlich ist danach noch 2 Missionen kommen und abgelogen war. Vielleicht ist es auch 5 oder so. Attack order received.
einer von meinen. Der unten tot verletzt rumliegt. Bist du da nicht noch? Nee, nicht mehr. Da liegen nicht noch 2 Millionen Einheiten. Um nochmal für 10 Sekunden diese Panzer anzufordern. AK-47 Soldat. Das heißt, sie dürften doch gar nicht zurückschießen können, oder? Oz, I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Scharfschützen sind auch so mäßig geil. Detecting enemy movement, Major. I'm ready to go. Okay, let's go. Geh doch du mal voraus. I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Du sollst nicht hoch und kurz sehen. Ich kann die nicht von hier aus schießen. Ich sehe auch mal wieder nicht, wo die sitzen. Ich könnte mein anderes Team noch mitnehmen, aber. Du musst nicht in den Pool schwimmen gehen, um ihn zu erschießen. Irgendeiner muss den noch sehen. Oz, I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. So, was ist das ganz genau? Nein. Oz, I've got Tangos. Jetzt war's das, glaube ich, so langsam mal. Wieder hinlegen. Oz, I've got Tangos on the drop zone. Gut, wir stellen fest, diese Söldner sind mal wieder richtig scheiße. Ich bin da noch einer, das ist noch die ganze Zeit ballert. Geht mal aufhören, sowas vor. Ich kann natürlich nicht von hinten da reingehen, oder? Kann ich von hinten in das Gebäude gehen? Kann ich. I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Sind halt nur noch 4. I'm in the basement, sir. Looks like the typhoons were here, but they're gone. And Dr. Morellis? He's gone too, sir. And I bet he's taking the virus with him. God damn it. We were so close. Kills me how hard we try, and they're still always one step ahead of us. Oz, I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. You sound like you could use some rest, Oz. With all due respect, I think we all could, sir. Major Richter, I've just received the results on the typhoon examinations. Looks like you were right. They have been modified. I'm uploading the results now. Vega, try to cross-reference the data with Dr. Morellis. Thank you very much, Admiral. You've been a great help. Oz, I've got Tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. I'm only serving my country, Major. I think. Sir, I think I've got a match. A couple of years ago, Morellis built some huge facilities in the Taklamakan Desert in Central Asia. The Secret Service took a peek at the time, and look what a recon satellite picked up. That definitely looks like a submarine. How did the Secret Service miss something that big? Well, that's the thing, sir. I didn't get that picture through the official channels. I got it from a guy who worked for the National Reconnaissance Office. He claims he was asked to destroy this exact shot by a certain Colonel Whitemore from the Special Activities Division's Red Cell. Meaning they've been planning this whole thing for the last 2 years? Maybe more. I've got a hunch Red Cell was formed and trained specifically for that operation, and that was 3 years ago. You mean right after we got Sakharov? That's right. And that's also when he funded Cardiff's run for Senate. Whoa. That'd mean Morellis is a much bigger player than we thought. Okay, gather as much data as you can on those facilities. I get the feeling we haven't heard the last of these guys. Sir, you wanted proof?
think I got you an eyewitness. What? What witness? Jimmy Watts here, Major. Listen, we don't have much time, so I'll be brief. I know about the virus, but I believe I can stop it. How soon can you fly me into Washington? Oz, I've got tangos on the drop zone. I'm calling off the airlift. Not for a while, sir. The situation's gotten a little out of hand since you were killed. I mean, disappeared. As a matter of fact, we've just found out that Josh Cardiff is the brains behind the coup. Vice President Cardiff? President Cardiff, sir. President Baldwin is dead. Cardiff's been working with the consortium to take over the U.S. government. I believe they plan to use the virus to upset the world's balance of power. Oh, and I'm wanted for high treason. Christ. I had no idea things were that serious. We know the consortium can't use the virus in its current configuration. They need to make some modifications. If we find out which modifications, we'll know where they're taking the strain. That's where you come in. How's that? I need someone to check the modifications out with Amrit. Someone like General Kelly. But he's been incarcerated ever since the attacks in New York. Obviously, they couldn't charge him with President Baldwin's death, so they charged him with yours instead. But seeing as I'm not dead, they'll have to let him go. My thinking exactly. All we need is a video of you telling the world everything you know, and send it to the media. Good idea, but let's make it bigger. I'm thinking live. If you give me a couple of hours and a phone, I can set up an interview on some of the biggest networks in the country, and it'll have more impact. You're right. Listen, there's a small Navy base in the Bahamas. A friend of mine's in charge. I think he'll be willing to help us. Do you think you can work from there? As long as they have a phone and a camera. Thank you, Senator. I'll see you there, then. Vega, set sail for the Bahamas. Wish I'd brought my bikini. Ich habe immer noch keine Videos, sehr gut. Brauche auch keine. Die Bahamas. Listen up, everyone. Senator Watts is going to appear live on every network in the country. Cardiff's gonna shit his pants and hit us with everything he's got. And he's got, well, pretty much the whole U.S. Army. So we'd better be ready. I want you to set up a defense perimeter all along the Navy base. Our mission is to hold out long enough for Senator Watts to finish his address. Questions? Oh my God. A couple of hours ago, we announced to you that Senator Watts was, in fact, alive and in good health. We're pleased to have him with us live over satellite from an undisclosed location. Senator Watts, welcome. How are you feeling? Thank you, Jane. I believe I'm doing all right under the circumstances. And I believe you have an important message for the American public. I do, Jane. Thank you. My fellow Americans, our nation is in grave danger. Sir, I'm picking up movement all around us. It started. All hands to battle stations. Do you think it'll be regular U.S. Army out there? Probably not. Cardiff will only send units he can trust. I think consortium forces posing as U.S. is more like it. Anything else? Okay, let's do this. Ich kann eine Kaserne bauen. Ich kann mal speichern. Dann bauen. Kindkrankenhaus. Das habe ich auch schon. Braucht man eine Kaserne. Geld abziehen wird wahrscheinlich wenig bringen bei der KI. Und ich habe zwei Schiffe. Was könnt ihr noch mal? Oh Gott, ihr seid. U-Boot bauen. Bauen wir U-Boot. Oh wow. Ich will nicht, dass die da viel aushalten. Nee. Ich hab überhaupt Geld. Ich hab da einen Gefangenen, das macht also so alles ja 100 mal 250 oder so.
Ich hatte ein U-Boot. Ist doch schön, dass man mal ein U-Boot hatte. Ich hatte auch mal... Wieso fährst denn du jetzt da... Sag mal, so können Schiffe nicht mal fahren. Du dummes Drecksding. Hallo, schießt du auch oder stehst du nur rum? Also schießt doch mal, sehr schön. Okay, ich brauche hier nichts mehr zu reparieren. Es gibt nichts mehr zu reparieren, sehr gut. Toll. Wie lange muss ich da jetzt durchhalten? Der Watson? Watson muss überleben. Ich habe nicht mal ein Zeitlimit mehr. Wir brauchen keine U-Boote mehr, die sind jetzt nicht so geil. Würdest du jetzt mal ein Stück vorfahren? Ah ja. Der Feind hat ein Missionsprogramm. Wieso sagt mir das denn keiner? Oh wow. Oh, ich habe hier noch ein U-Boot. Oh. Das ist schon recht effektiv, dieses U-Boot. Okay, U-Boot ist recht effektiv, sie dürfen halt noch nicht gesehen werden. Okay, das ist nicht schlecht. Gut, dass ich dieses U-Boot habe. Gut, dass die Musik gerade sehr dramatisch und laut wird. Irgendwas Neues bauen vielleicht. Du kannst jetzt gute Einheiten bauen. War nur ein Witz. Kannst du natürlich nicht. Du hast dieses ganz fette Ding. 4000. Ich habe den Munitionspunkt doch übernommen, oder? Habe ich ja. Wir nehmen schon die Munitionspunkte. Ist da noch mehr? Gibt es noch mehr von? Okay, wie geht's denn da? Das da ist jetzt... Oh Gott. Ah nein, Moment, das sind Munitionspunkte. Okay, Sergeant Major Jefferson hier. Yes, sir. So, brauche ich mal euch zwei und... Was wollen wir noch zwei so pfeifen? Und wir gehen schon mal da rein. Just say the word. Wir können von da hinten, da... Ach gut. Kann ich? Nee, der Helikopter kann nur... Gut, nehmen wir schon die Munitionspunkte ein. Na doch gut, das wurde noch durchgespielt. Gewagte These. Sehe ich noch nicht, dass das heute durchgespielt wird. Wer weiß, was da noch kommt. So, ich vermute mal, ich werde unterwegs abgeschossen. Oh, was bist du denn? Du bist das der Grund, weswegen ich die nicht einfach einnehmen kann. Ah, das sind natürlich andere Leute. Hätte ich wissen müssen, ne? Ja. Ja. Wäre langweilig, wenn das einfach gehen würde. Das wäre so, als würde mir alle Einheiten und eine Basis und alles und ordentlich geben. Außerdem könnte es sein, dass das Spiel noch abstürzt irgendwann später wieder, weil... das Spiel einfach ein bisschen scheiße ist. Brauchen wir noch... Wie viel kann das maximal kommen? 8. Warum auch immer 8, aber... Das steht auch nicht. Wir denken, sie denn 8 ist eine tolle Zahl. Was ist denn jetzt das Schiff? Die verarschen. Was? Was? Wo ist das jetzt hin?